Willkommen beim Planspiel Börse Plus der Sparkassen. Hier können Sie 11 Wochen lang wie ein echter Broker an der Börse handeln. Ohne Risiko und mit 100.000 Euro Startkapital. Damit Sie sich beim Handeln mit Aktien und Wertpapieren gut zurechtfinden, erklären wir Ihnen hier die wichtigsten Begriffe. Heute die Stop-Order. Wertpapierkurse sind in ständiger Bewegung. Wer als Anleger seine Gewinne sichern oder sich vor allzu großen Verlusten schützen möchte, muss den Markt gut beobachten und schnell reagieren können. Aber das ist nicht immer möglich. Zum Beispiel im Urlaub. In diesem Fall helfen sogenannte Stop-Orders. Das sind Aufträge, die automatisch auf bestimmte Marktbewegungen reagieren. Wenn der Kurs also eine vorher von Ihnen festgelegte Stoppmarke über- oder unterschreitet, wird diese Order aktiviert, ohne dass Sie etwas tun müssen. Ein Beispiel. Sie besitzen 20 Aktien der Sneaker AG mit einem aktuellen Wert von 100 Euro je Stück. Diesen Kurs möchten Sie absichern, weil Sie einige Zeit ohne Internetzugang unterwegs sein werden. Um den Kurswert vor Verlust zu schützen, setzen Sie zuerst eine Stop-Loss-Order, in unserem Beispiel bei 80 Euro. Wird diese Stop-Loss-Marke erreicht oder unterschritten, wird der Auftrag in eine Market-Order umgewandelt und mit dem nächsten Kurstick automatisch bestens abgerechnet, das heißt verkauft. So entstehen Ihnen keine zusätzlichen Verluste, falls der Kurs weiter sinkt. Diese Stop-Orders lassen sich außerdem noch mit einem Limit versehen. Wird dann die Stop-Marke, also in unserem Beispiel 80 Euro, erreicht oder unterschritten, wird der Auftrag nicht in eine Market-Order, sondern in einen Limit-Auftrag umgewandelt. Sie wird dann erst mit dem nächsten Kurs abgerechnet, der Ihrem gesetzten Limit entspricht. Diese Stop-Limit-Order ist sinnvoll bei Wertpapieren, deren Kurs hohen Schwankungen unterliegt. Auch für einen geplanten Aktienkauf können Sie eine Stop-Order setzen, die Stop-Buy-Order. Das kann sinnvoll sein, wenn Sie einen positiven Markttrend nutzen wollen, aber selbst gerade nicht aktiv handeln können. Der Auftrag wird in diesem Fall in eine Market-Order umgewandelt, sobald die Stop-Buy-Marke erreicht oder überschritten wurde und mit dem nächsten Kurstick billigst abgerechnet. So können Sie von einem niedrigen Kurswert profitieren, ohne selbst immer alles im Blick behalten zu müssen. Auch hier gibt es die Möglichkeit einer zusätzlichen Limit-Order, der Stop-Buy-Limit-Order. Damit stellen Sie sicher, dass die Wertpapiere nicht zu einem viel zu hohen Ausreißerpreis gekauft werden. Das sind einige Hilfsmittel, die Sie beim Handeln an der Börse unterstützen. Probieren Sie selbst aus, wie es geht. Egal ob mit oder ohne Vorkenntnisse und völlig risikolos beim Planspiel Börse Plus der Sparkassen.